Unsere Mannschaft hat, finde ich, in der Vorwärtsaktion oftmals immer so ein bisschen unsauber gespielt und hat dann dem Gegner immer in seine Umschaltaktionen reingespielt. Auch die zweite Chance übers Gegenpressing haben wir uns dann nicht immer gut erarbeitet. Und so sind wir oft dann, vor allem wenn Ohio gegangen ist, da sind wir hinterher gelaufen. Es war immer sehr, sehr kraftaufwendig. Kriegen dann durch einen relativ einfachen Fehler den Rückstand. Ein Wechselspieler haben aber dann tatsächlich wirklich nochmal Impulse gesetzt und dann haben wir uns wirklich dann auch den Gegner nochmal hinten rein gedrückt. Ja, leider haben wir dann das Tor nicht gemacht. Ich finde, die Austria da nicht unverdient die 3 Punkte geholt. Gut, Fragen bitte. Ja. Wir sind da alle, glaube ich, unglaublich stolz auf ihn, dass ein junger Mensch wie der Loco so geistesgegenwärtig da handelt. Der Teigl hat wohl die Zunge verschluckt und man weiß ja aus Erzählungen, wie das ist, wenn du da mit dem Finger reinlangst. Eigentlich musst du irgendwas dazwischen stecken, aber er hat ohne was dazwischen seine Hand rein. Der hat ihm tief in den Finger gebissen, aber er hat die Hand so lange drin gelassen, bis er die Zunge gehabt hat und wieder rausgeholt hat. Das ist eine unglaubliche Leistung von Luca. Ein ganz, ganz Kompliment. Ich glaube, bei allem Sport war das die wichtigste Aktion heute auf dem Platz. Müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Ich gehe davon aus, dass die Wiederholung deswegen war, dass der Torhüter anscheinend sich zu früh bewegt hat. Da bin ich dann zu viel mit Adrenalin aufgeladen und beobachte eher meinen Schützen, als dass ich den Torhüter beobachte. Ich habe es noch nicht gesehen in den Szenen. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Tut mir leid. Conny, glaube ich, war Frage. Robin, von der Offensivleistung deiner Mannschaft, sonst mehr, sieht man in den Spielen mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Die waren heute sehr begrenzt. Was war da für dich entscheidend? Ja, wir waren entweder im letzten Pass unsauber oder wenn wir dann mal durch waren, haben wir halt nicht die gewohnte Abschlussstärke gehabt. Wir machen normalerweise aus wenig immer viel. Ich denke dann die erste Halbzeit, wo wir über rechte Seite verlagert haben, Michi dann Elli einsetzt und Elli eigentlich mustergültig die Flanke auf Tai. Und Tai, das macht eigentlich mit verbundenen Augen. Oder Elli selber, der die Chance hatte, da waren wir einfach nicht sauber. Und im letzten Drittel haben wir, wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, haben wir den Druck reingemacht, aber der letzte Pass hat dann nicht seinen Weg durch die Schnittstelle gefunden und eher im Gegner dann in die Beine gespielt. Und ja, so war das dann immer wieder ein Hinterherrennen, ein großer Aufwand. Und da waren wir nicht ganz so sauber, wie wir es normalerweise sind, da gebe ich dir recht. Ja. Ja, es ist immer schwer zu sagen, es kommt immer viel dazu. Natürlich war das Pressing von Austria nicht so schlecht. Platz war natürlich auch nicht immer so, dass da konnte auch mal ein Ball kurz verspringen. Ich weiß aber nicht, ob das in dem Fall jetzt so war beim Baumi, aber da war auch nicht in dem Zustand, dass jeder Ball immer sauber am Fuß lag. Aber oftmals hat es dann auch eher mit dem Anbietverhalten natürlich im Mittelfeld zu tun, wenn du nicht rechtzeitig dann dir einen Raum suchst, wo du angespielt werden kannst, kommt der Innenverteidiger unter Druck. Also sicherlich haben da viele Komponenten zusammengespielt. Ich fand es dann in der zweiten Halbzeit zum Teil etwas besser. Da sind wir über die Seite etwas besser rausgekommen und haben dann auch Tempo nach vorne aufnehmen können, sind aber dann wieder so irgendwo 16er Höhe wieder hängen geblieben. Ja. Ja, Hüfte, Rippe, auf jeden Fall war da so ein Gehandicapt. Ich hoffe es nicht, aber ich habe jetzt noch nicht mit ihm nach dem Spiel gesprochen. Ja.
Gut, gibt es noch Fragen? Nicht, dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen Sonntagabend.